Gude, ihr Buben und Bubinen, und willkommen zu der Familie Hupz in der Sims 4. Tja, meine Freunde, es geht weiter. Meine Tochter ist gerade zu Besuch und ich würde mal sagen, also ihre Tochter ist, meine Tochter ist noch nicht so weit. Oder mein Sohn, wie auch immer. Ich hoffe, ihr habt fleißig in den letzten Video in die Kommentare geschrieben, wie der Junge oder dieses Mädchen in Zukunft mal heißen soll, wenn mal neue Kinder kommen, weil da brauche ich noch sehr viele Vorschläge. Von mir ist auch gerne lustige Vorschläge, ja. Also immer raus damit, meine Freunde, immer raus damit. Nein, die Familie gruselt wieder. Ganz gruselig. So, du machst dich mal langsam frisch. Ja, die könnten mal eigentlich ein bisschen was, noch was essen. Zum Essen rufen. Frühstück um 14 Uhr. Alter, weil die immer für ein Chaos hier machen, ne? So, Bücherregal. Du kannst etwas lesen, aber nicht irgendetwas. Nochmal zurück. Du kannst etwas lesen. Auch scheiße. Oh, da ist nichts drin, ne? Also muss sie hier Kanal schauen. Sehr unwohl fühlt sie sich, die Arme. Die ist oft pinkeln. Also sie kann wieder Kanal schauen übers Kochen schon mal ein bisschen. Weil das wird schon eine harte Nummer jetzt. Er könnte nochmal ein Nickerchen machen. Techtelmechtel mit Katharina. Also das ist meine Frau, ne? Katrina, Nickerchen machen. Bisschen Powernapping, das brauchst du noch, weil du musst heute fit und locker auf die Arbeit gehen. Und dann mal gespannt, was wir dann für einen Job kriegen werden. Morgen haben wir mal frei. Eigentlich könnte man morgen was unternehmen. Ein Kinderzimmer aufbauen. Möchte die nichts lernen? Kanal schauen übers Kochen. Habe ich schon mal gesagt. Hast du zu wenig Spaß dafür oder was? Du musst kochen lernen. Weil dein Kochen ist, glaube ich, gar nicht. Doch, hier kochen ist fast bei 2. Der verpennt seinen Job, Alter. Scheiße. Fuck, ich hab ihn verpennen lassen. Nein. Oh nein. Alter, es waren so gute Voraussetzungen, befördert zu werden. Der braucht so. Ist schon auf der Arbeit. Scheiße, ey. Oh Gott sei Dank, jetzt geht ein bisschen hoch. Ich krieg ein bisschen Lohn abgezogen, vielleicht. Das war es aber auch. Ja, sie hat jetzt erstmal frei, also ja, von deinem Geld habe ich nicht so viel, aber schlafen wird auch nicht, ne? Schlafen wird nicht. Oh, ist ja süß drauf wieder. Kannst einen Apfel essen. So, dann kannst du, oh, hat Rückenschmerzen. Ei. Zur Arbeit gehen, verdorbenes Essen aussortieren. Räum mal ein bisschen auf. Ich weiß ja nicht wo. Was hast du denn das jetzt gefunden? Die ist wieder müde. Boah, guck, wie die schon läuft, alter Schwede. Es wird Zeit bald, ey. Und auf Toilette. So, gleich kommt der Mann nach Hause. Mal gespannt. Komm, begrüß deinen Mann draußen. Jetzt gibt's heute einen dicken Lohn, wie. Mann, die macht alles kaputt, ey. Oh, geht wieder rein. Romantisch. Kuss. Wie, du wurdest nicht befördert? Warum wurdest du nicht befördert, weil du zu spät zur Arbeit kamst, oder was? Alter, fehlt mir noch irgendwas? Na komm, wir können jetzt noch reparieren. Toll, hast du YouTuber? Boah, der ist angepisst. Ja, kein Wunder, wenn man nach Hause kommt und der Klo kaputt ist, da würde ich auch angepisst sein. So, die Alte, die ist auch wieder eigentlich soweit fertig. Die kann jetzt so einen Snack in sich reinschaufeln, Alter. Schnelle Mahlzeit, nämlich einen Käsecracker. Einen einzigen Käsecracker, bitte. Und danach darfst du erst schlafen gehen. Er ist eigentlich relativ. Du kannst doch Techtelmechtel machen mit der, würde ich mal sagen, ne? Baby machen kannst du ja nicht. Oder? Schade, dass da keine Zwillinge dann rauskommen. Das geht ja erstmal putzen. Mit einer Schwangeren, das ist immer so eine grenzwertige Sache. Warum kam es jetzt so, also. Okay, warum hat das nochmal so ein Feuerwehr gegeben jetzt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schlafen sie jetzt erstmal schön die Nacht durch. Außer sie geht nämlich pinkeln. Mitten in der Nacht.
Oh Mann. Ja, er ist ja richtig. Er ist sowieso noch am Träumen. Oh, ist das nicht schön. Also wir bereiten jetzt gerade alles darauf vor, Kinder in die Welt zu setzen. Und dann geht es natürlich weiter. Heute gibt es mal Rührei mit Speck. Vorher geht er wohl erstmal auf Klo. Und danach gibt es Frühstück. Rührei mit Speck. Wir haben auf jeden Fall bald die 2000 voll. Das heißt, es ist schon mal gut. Wir könnten uns mal langsam irgendwie versuchen, hier mal so die Eingangstüren anders dazu machen. Zum Beispiel könnten wir. Die Tür ist so blöd. Warte mal, können wir nicht hier einfach was umbauen, dass wir quasi den Spiegel auf die Seite machen, mitten ins Fenster rein, genauso wie das Teil auch drehen. Kommen die noch da dran, dann? Ja, ne? Dann können wir nämlich. Ja, ich weiß nicht, wie das funktioniert, ne? Mir geht es nämlich um diese Tür hier, ne? Dass wir die hier hin machen. Ist zwar ein bisschen blöd. Und diese Tür hier. Bei dem Mülleimer stellen wir jetzt mal kurz dahin. Oh, ich sehe die Tür nicht. Hilfe. Bitte helfen Sie mir. Diese Tür dahin stellen. Oder? Nee, warte mal. Falsch. Oder ich stelle. Geht das nicht? Ah, verdammt. Ja gut, da ist der Mülleimer jetzt im Weg. Tun wir mal in den Flur kurz. So. Wo ist die Tür denn jetzt wieder hin? Belastet schon so ein bisschen. Ja, mein Gott, jetzt steht das Ding da ja halt im Weg. Alter. Ja, schön ins Schlafzimmer stellen, da freuen die sich immer morgens. Hä, irgendwie muss ich doch diese blöde Tür sehen. Warte mal. Oder auch nicht. So, und jetzt ist die Tür. Ach, das kann das. Weißt du, was ich mache jetzt einfach? Das kostet mich zwar jetzt ein Heidengeld. Ein Heidengeld, sagt er. So, jetzt können wir aber hingehen und können diese Badewanne mal drehen. Nämlich so hin. Und jetzt können wir dieses ganze klare Dach, was wir jetzt hier haben, türmäßig, ne? Können wir, glaube ich, da hinschieben, oder? Ja, genau. So. Das ist auch ganz da drüben. Alter, das ist schon ein bisschen problematisch. Eigentlich wollte ich auch gar nicht so viel Geld ausgeben jetzt, weil wir brauchen aber trotzdem, wir brauchen eigentlich schon so eine Art Theke oder sowas zum Dransitzen, aber nicht sowas. Haben wir keinen Küchentisch? Weil unter Esszimmer, ne? Haben wir einen Küchentisch. So. Und 220, Junge, die wollen mich arm machen. Drei, warum sind sie so teuer? Hier. Was? Warum? 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 Ein Zeichentisch, Essen und Recyceln. Alter, das kostet so ein kleiner Tisch hier, ne? Der hier. Der kostet mich jetzt so viel Geld. Stühle 30, 100. So, aber die kommen so in anderen Farben. Dann holen wir den wenigstens in so einer Farbe. Alter, ey. Das war jetzt aber teuer. Vor allem unser Kinderding muss ja auch noch irgendwie nachher mit da dran, ne? Darf man nicht vergessen. Hier so ein Kinderstühlchen, das muss ja da dran, genau. Och, wie schön, guck mal. Okay, das haben wir schon mal wenigstens, ja? Wir könnten das Kinderzimmer auch einfach selber kreieren, weil das muss ja auch irgendwann nach was aussehen, ne? Leute. Ah, die wird doch bald entbinden, das dauert nämlich lang. So, was ist ja mit ihr jetzt? Stehst du mal auf? Kannst du mal Pipi machen gehen? Wow, die hat eine gute Laune, Alter. Uff. Uff. Oha, wenn so Frauen schon so aufstehen, hast du schon. Und ich fühle mich auch sehr unwohl, weil sie dreckig ist. Bald haben wir eine Haushälterin für sowas. Sag ich dir, meine Kinder wird zu top gehen. Aber man sieht, das ist immer noch die Politik, die es halt gibt. Alles verkaufen? Ich kann doch gar nichts machen. Das ist die Politik, die es halt gibt, die es in der Wirklichkeit nicht so gibt. Es gibt dieses Gefühl einfach nicht. Gefühl, sage ich schon. Dass man von Arbeiten reich wird. Das könnt ihr sowas von knicken. Von Arbeiten wird man nicht reich. Aber bei Sims ist es nur kurz. Nein? Bist du bekloppt? Jetzt bringst du das rein, für dann wieder rauszubringen. Also, wollt ihr mich, guck mal, die wollen mich verarschen. Okay, der geht eh raus, also klatsch. Sag mal, ey.
Wen haben eingesetzt? Oh, oh. Was machen wir? Was machen wir? Krankenhaus. Wie er rumrennt. Ja, toll. So geht ihr weg. Guck mal, wie es hier aussieht. Und außerdem muss Stefan noch arbeiten gehen heute. Also der hat einen harten Job und der will auch befördert werden. Es ist ein Junge. Meine lieben Damen und Herren. Hätten wir jetzt Namen Marcel, Hubs, Axel, Alex, Sebastian, Felix, Marvin, Alex, Dominik, Ralf, Ben. Ben Hubs. BH. Julian, Jens, Aaron. Lukas, Aaron, Felix. Wir machen einfach Felix Hubs. Und ihr habt jetzt eine Aufgabe. Schreibt Namen in die Kommentare für die nächsten Kinder. Felix Hubs ist auf der Welt. Das Erste, was du machen kannst, ist erstmal Teile plündern. Warum Teile plündern? Aus meinem Müll? Was soll das denn? Wo ist denn der Kleine? Ach, im Schlafzimmer. Oh. Und jetzt, ja genau, füttern. Hör auf mit der Scheiße. Das Kind kommt hier an, Junge, wird direkt mal wachgehalten. Das gibt's ja nie, ey. So, jetzt können wir bald ein Kinderzimmer fertig machen, Leute. Noch ist es bei uns mit im Zimmer. Sag mal, kriegt ihr das mal hin, eure Müll auch wegzuwerfen, als wie immer auf den Boden zu werfen? Oh, wie süß. Reden, liebkosen, Grimassen schneiden. Komm, du bist so ein witziges Mädchen. Wie lange hatten die jetzt eigentlich frei? Sonst müssen wir uns nämlich noch schmutzige Windeln wechseln. Dann mehr Auswahl. Älter werden? Geht das schon? Kinderservice engagieren. Wann kommt die denn immer? Guten Tag, Kinder, Auftrag. Ist Hitterin Donnerstag um 17 Uhr. Bleibt die denn auch bis 2? Was mache ich denn, wenn die... Was mache ich, wenn die ja vorher irgendwie, ne? Also, wann kommt die jetzt? Donnerstags. Also, heute. Toll. Die kommt heute um 12 Uhr. Ja, kommt die jetzt regelmäßig? Guten Tag. Es gibt nichts Besseres, als eine Babysitterin zu haben, das sage ich euch. Es gibt nichts Besseres. Was steht da jetzt? Warte mal. Hallo, ich bin ein Kindermädchen. Schön, dich kennenzulernen. Scheiße, es ist weg. Also, ich bin... Ich kann spielen, kochen und unterrichten. Gegen Windeln wechseln und aufräumen habe ich auch nichts anzuwenden. Freue mich. Haben wir die denn jetzt dauerhaft? Kommt die denn jetzt jeden Tag? Das können wir ja beobachten einfach. Und dann kann man die immer noch feuern, ne? So, die kann sich um mein Kind kümmern. super geil. Was kostet die mich eigentlich? Wird bestimmt teuer sein, oder? Ja, das ist jetzt, wenn man willst einen Hocker haben, ne? Guck, wie vollgestellt dieser Raum einfach ist. Alles ernten. Bum, 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 bum. So, haben wir wieder was. Schön, wie geht's ihm so? Schlafenmäßig. Fuck, der hat gar keinen Witz geschrieben. Nein. Das schafft er doch nicht mehr. Nee. Scheiße, jetzt wenn man... Beförderungsaufgabe, die Tagesaufgabe. Muss die auch für die Beförderung sein oder nicht? Das ist die nächste Frage. Na, das schafft er jetzt eh nicht. Sehen wir ja gleich, ne? Nee, warte mal. Witz schreiben, Musik üben. Das schafft er gar nicht. Aber der muss ja noch gar nicht arbeiten. Der muss ja erst morgen arbeiten. Ah, oh, ist alles gut, alles cool. Ich könnte mir jetzt auf Achse gehen, ne, solange die Babysitterin da ist. Liebkusen. So, geh mal dein Baby liebkusen, Stefan. Liebkusen. Warum ist sie schlecht gelaunt, los? Böse gesinnt, okay. Du kannst ja mal
Abendessen servieren. Jetzt haben wir die Alte hier abends sitzen. Obwohl. Machen wir ein paar Gemüsetaschen. Was ist das? Oh, die Leute. Ich will keinen Platz, das stelle ich einfach auf den Boden und lasse es einfach sein. Über mehr Arbeitsfläche, da hat es schon recht. Oh, oh, hoffentlich geht das gut, Alter. Jo, hat funktioniert. So, zum Essen rufen. Was mache ich denn da hinten? Voll auf Klo beschäftigt. Was macht sie denn da jetzt? Jetzt fängt die auch noch an zu kochen. Mann. Hat jetzt ein Essen serviert. Oh. Voll unnötig. Wie lange bleibt die jetzt? Bis 20 Uhr oder was? Die haut um 20 Uhr. Ne, die ist noch da. Also die kostet mich auf jeden Fall Geld. So, die kann aber für heute eigentlich nicht feuern. Wegschicken, Trinkgeld geben, tiefgründige Unterhaltung bitte abzuhängen. Wegschicken. Mal gucken, was sie jetzt sagen. So, ich denke, ich habe meine Aufgabe hier erledigt. Die Kosten sind so leicht. Jetzt mal gucken, ob die morgen um 14 Uhr auch wieder hier ist. Sonst muss ich nämlich... Sollen wir noch ein Baby mit Katharina machen? Können wir einfach noch eins, Alter. Scheißegal. Das gibt voll die Wurfmaschine. Entschuldigung. So, in dieser schönen Nacht haben wir vielleicht wirklich noch ein zweites Kind gezeugt. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen und dann hören, was so mit Felix abging und natürlich, ob wir unsere Beförderung endlich bekommen. Bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann tschö mit Ö, meine Freunde.